Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Heike von Stamping and More. Und heute möchte ich mit euch eine Karte basteln zur guten Besserung, alles Gute zur Genesung. So eine Karte. Ich habe schon mal zwei Karten fertig gemacht und würde ganz gerne diese mit euch nochmal nachbasteln. Und zwar habe ich da das Stempelset Genesungswünsche genommen. Ist ja nun sehr naheliegend. Und den Spruch, ich wollte den Spruch nicht ganz so groß haben, habe den in klein genommen. Und zwar habe ich den Spruch aus den Tulpengrüßen. Da ist die gute Besserung drin und der passt super darauf. Ihr seht, hier habe ich den auch unten drauf. Und ich finde es eigentlich sehr schön, weil die Karte wirkt allein schon durch die Blume, durch die Rose. Und das, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe so ein bisschen Highlights beglittert. Auch das ist sehr wunderschön. Und ja, die würde ich jetzt ganz gerne mit euch machen. Und zwar habe ich hier einen Farbkarton in Grundweiß. Der ist 21 x 14,85, also ein A5-Blatt. Dann habe ich hier einen Aufleger in Glutrot. Den habe ich eine 9,5 x 13,85. Den habe ich geprägt mit dem Fegefolder 3D-Prägeform Blumenmeer. Der ist wunderschön, passt super dazu, wie ihr seht. Das ist ein toller Prägefolder. Dann habe ich nochmal wieder Grundweiß genommen. Und zwar ist das 7,4 mal 10,5 als Aufleger. Und den brauche ich gleich noch als die Rose und das Blatt schneide ich aus. Den Spruch Gute Besserung habe ich weiß embossed auf Glutrot. Aber wir müssen jetzt erstmal eben stempeln. Das mit den Prägen und das Embossen habe ich schon mal gemacht, weil ich denke mal, das kennt ihr. Das ist eine Technik für sich. Die habe ich schon oft genug gezeigt. So, und das, was ich jetzt mache, und zwar stempel ich den in Blutrot und den schneide ich dann aus. Den lasse ich mal eben kurz aufliegen, dass der anzieht. Dazu brauchen wir dann Olivgrün. Das ist das Blatt. Das habe ich schon. Aus Rot brauchen wir nicht mehr. Olivgrün brauchen wir gleich noch. So. Das ist das. Jetzt hier oben nicht ganz genau, aber das ist nicht so schön. Also stempeln wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Das fällt nicht auf. Also ihr seht, auch mir passiert das. Man muss also richtig schauen, dass man auch richtigen Stempelabdruck hat und vernünftig aufdrücken. So, und genau dasselbe machen wir mit Olivgrün auch. Ja, jetzt ist er besser. Und diese beiden Sachen schneiden wir gleich mit der Schere aus. Da gibt es keine Stanzform für, aber das ist relativ einfach auszuschneiden. Ich zeige euch das und ich mache bei dem Ausschneiden gleich mal eben so ein bisschen schneller. Lass das mal ein bisschen schneller weiterlaufen, weil das wird ja eh nur ausgeschnitten. Also hören wir uns gleich wieder. So, ausgeschnitten habe ich. Was ich jetzt mache, ich mache das noch mal eben so ein bisschen mit dem Falzbein, dass dann die Kanten ein bisschen besser abgerundet sind. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Hier auch. Die werden sowieso mit Dimensionals aufgebracht und gut ist. So, das heißt, ich nehme jetzt erstmal eben die Karte, falze sie noch mal eben nach. Das ist jetzt der Aufkleber, den können wir schon mal eben aufkleben. Ist das schon mal aus den Finger raus, weil jetzt müssen wir gleich noch mal eben stempeln, den so ein bisschen Hintergrundstempeln machen. Denkt dran bei diesem Aufleger, dadurch, dass der geprägt ist, hat er natürlich Berg und Tal, das heißt, da braucht ihr ein bisschen mehr Kleber. So, und ihr seht, ich habe da so gearbeitet, dass ich ringsherum einen halben Zentimeter, und somit sieht man dann die Grundkarte noch. Und das finde ich immer sehr schön. Das mag ich persönlich immer gerne. Ja, so, das kann jetzt antrocknen. Jetzt brauchen wir den. Den machen wir mal eben wieder zu. Und zwar brauchen wir jetzt Olivgrün. Und auch aus dem Set habe ich diese beiden.
noch aufgezogen und die brauchen wir jetzt. Ich zeige euch noch mal eben die Karte. Dann seht ihr das. So, und zwar. Einfach so drauf los. Jetzt brauchen wir das andere Blatt noch. Ich finde das als Hintergrund sehr schön. So, und das war es eigentlich mit den Stempeln. Mehr brauchen wir halt nicht. Und zwar ist das hier jetzt die Rose. Dann kommt das rein und dann kommt nachher gleich noch der Spruch. Den stampfe ich gleich mal eben aus. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal eben, klebe hier die Grundfarbe noch mal eben auf. Auch da mache ich ein bisschen dicker. Wie gesagt, das ist ein bisschen erhaben. Und damit ist das mit dem Kleber dann schöner. Das bringe ich jetzt auch mittig auf. Versuche ich jedenfalls. So, jetzt teile ich die Kleber noch mal eben. Hier hinten ist, ich weiß nicht, ob das Kleber ist. Werde ich gleich sehen, wenn ich meinen Klebemittelradierer habe. Ja, das war Kleber. So, das heißt, dann können wir schon mal Dimensionals nehmen für die Rose. Dann nehme ich die kleinen schwarzen. Da brauchen wir auch gar nicht mal so viel. So, und einen noch in der Mitte. So, und auf dem Blatt mache ich dann auch welche drauf, weil das wird auch mit Dimensionals aufgebracht. Und auch der Spruch wird gleich mit Dimensionals aufgebracht. Bei dem Spruch zeige ich euch gleich mal nochmal eben einen Trick zum Stanzen. So, aber erstmal wird jetzt die Rose aufgemacht. Also die Karte als solches ist eigentlich relativ einfach, aber sehr wirkungsvoll. So. Die fliegen gleich wieder überall durch die Gegend. So, das heißt, ich mache das so ein bisschen, das kann ruhig überstehen. Hier über das Weiße, das ist gewollt. Denn die Karte ist ja groß genug. Ja. Und das bringe ich jetzt hier so noch ein bisschen unter. So, und jetzt kommt noch der Spruch, fehlt noch. So, und für den Spruch nehme ich jetzt unsere Stanzform. Wo habe ich die denn? Gehabt habe ich sie. Ach, hier sind sie. Und zwar sind das bestickte Rechtecke. Und da habe ich das kleinste davon genommen. Zeige ich euch. Ich ziehe mal eben meinen Rollwagen her. Hier habe ich jetzt die. Da ist die Stanze. Also die Stanzform. So, das heißt, die Stanzform ist ja größer als das, was ich haben will. Das heißt, ich möchte das ein bisschen kleiner haben. So, das mache ich jetzt. Ziehe ich mal einmal durch. Ja, die ist mir jetzt noch zu groß. Ich möchte die gerne noch so ein bisschen kleiner haben. So, und das heißt, ihr könnt. Hier hinten seht ihr das, wenn ihr so ein bisschen hin und her macht, dann geht die genau in so eine Fassung rein und setzt sich fest. So, und das heißt, ihr könnt die so jetzt nochmal ausstanzen und habt es dann kleiner. So passt genau, wie ihr es haben wolltet. Und das bleibt dann übrig. Könnt ihr sehen, das ist also wirklich jetzt ganz genau so, wie ich es haben wollte. Das ist übrig und den können wir jetzt mal eben wieder da reinpacken, dass der nicht verloren geht. Ja. Also diese Rechtecke, die habe ich wirklich ganz, ganz viel in Gebrauch. So, und wie schon gesagt, auch die setze ich mit Dimensionals auf, aber auch mit dem Mini-Dimensionals. Wobei ich die nach unten setze, wie ihr seht. So.
Genau, so hätte ich es dann gerne. Ich hoffe, die Karte, ich denke mal, die Karte sieht auch in lila, in allen Farben wird die mit Sicherheit von ihrer Art sehr schön aussehen. So, das ist jetzt das. So, und ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese Karte ist ja hier noch so ein bisschen beglittert. Es fehlen ja auch noch Strasssteine, aber ich will jetzt mal eben so ein bisschen Glitter aufbringen. Das finde ich eigentlich sehr schön. So ein paar Highlights setzen. Das braucht noch nicht mal viel sein. Das ist wirklich nur so ein bisschen am Rand von den einzelnen Blättern. So. Das reicht schon. Mehr brauchen wir dann nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. So, jetzt brauchen wir noch mal ein paar Strasssteine. Ich hatte da, ne, bei dem Aufhebhelfer. So, huch, der will nicht. Und ihr seht, die Karte ist wirklich relativ schnell gemacht. Jede wirkt so ein bisschen anders für sich, aber im Endeffekt dieselben Karten. Mal eben hier so ein bisschen Platz wieder machen. So, ich hoffe, euch gefällt meine Idee und meine Umsetzung und ihr habt Spaß beim Nachbasteln. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!